So, hallo, wir machen weiter bei Hyrule Warriors. Hyrule Warriors. Zeit der Verheerung. Letztes Mal haben wir mit Mipha und Waruta aufgeräumt im Dorf der Zora. Und jetzt werden wir uns dem Rivali-Abschnitt widmen. Natürlich erstmal wieder als Link. Wollen wir mal eine andere Waffe ausrüsten kurz vorher? Was haben wir denn hier alles Hübsches? Soldaten wird ja schon mal stärker. Oh, der Exalbo machen wir auch. Angriffsreichweite plus 7%. Plus 7% Schaden ab 30% oder weniger Herzen. Schaden durch Gegner um 3% reduziert. Schaden durch normale Angriffe. Ich mag die Angriffsreichweite. Wir nehmen das mal. Sagte er und... was muss ich drücken? Ah, okay. Wir nehmen das mal. Weil, warum nicht? Sollten wir zu Mipha? Aber ich glaube, Mipha können wir da gar nicht spielen. Aber sollten wir sie spielen können, dann... Nö, okay, die Lichtschublanze passt, die sie hat. Das ist alles gut. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Das habe ich auch gesagt. Die Orni leben in einem Dorf im Tabanta-Grenzland. Dieses gefiederte Volk der Lüfte verfügt über Flügel und ist bekannt für sein Geschick im Umgang mit Pfeil und Bogen. Zu jener Zeit befand sich unter ihnen auch der stolze Rivali, der vielleicht geschickteste Krieger, den die Orni je hervorgebracht haben. Mit Link an ihrer Seite brach Zelda also zum Orni-Dorf auf, um Rivali zu bitten, den Titanen des Windes, Varmedo, zu steuern. Der überhaupt nicht arrogant war. Die Reisenden wählten den Weg über ein Schneefeld, um den Kontakt mit Monstern zu meiden, gerieten jedoch alsbald in einen Schneesturm. Auf Links Bitte hin verharrte Zelda an einem sicheren Ort, während er mit Terako die Umgebung auszukundschaften gedachte. Wie hat Link das geäußert? Er kann ja nicht reden. Okay, eine hochgelegene Region im niedrigen Temperaturen. Die königliche Familie entsandte Zelda und andere wohlvorbereitet auf die eisigen Temperaturen. So wohlvorbereitet, dass sie von einem Schneesturm überrascht worden sind. Alles klar. Oh. Sie sind also zurück. Ich werde nicht zulassen, dass ihr auch nur einen Fuß ins Dorf der Orni setzt. Was hast du denn für ein Problem? Jawohl! Orni-Soldat, wir müssen sie aufhalten? Ach so. Die denken, wir sind Gegner? Muss ich jetzt gegen Orni kämpfen? Yo, Leute. Ich will nicht gegen Orni kämpfen. Ich will absolut nicht gegen Orni kämpfen. Was zur Hölle? Na gut, dann muss ich wohl gegen Orni kämpfen. Oha. Ja, das ist jetzt schon ungünstig. Kann ich das schon nutzen? Aua. Ah, ja, kann ich nutzen. Schön. Können wir möglichst schnell klar machen, dass wir nicht Feinde sind?
Moment, hier ist gar nichts anderes. Ah, gut, dass ich die Karte im Blick hatte. Ah, die Musik ist wieder großartigst. Absolut großartigst. Krok, 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 krok. Hier in der Eiseskälte irgendwo? Nee, scheinbar nicht. Jo, aber als ob die nicht erkennen würden. Wobei, so, also sollen die uns ansehen? Ach, keine Ahnung. Wir werden sehen. Ob es eine Verwechslung ist oder ob die einfach nicht wollen, dass wir wiederkommen, weil Revali nicht so gut auf uns zu sprechen. Oh, was zur Hölle? Hm. Das ist ja doof. In Ordnung. Unser Dorf noch mehr zerstört. Die denken wirklich, wir sind. Oh mein Gott. Aber dann, wenn das eine Verwechslung ist. Leute, parley. Parley. Lasst uns reden und nicht kämpfen. Was zur Hölle? Ja gut, dafür müsste man halt reden können. So ein Link kann das halt nicht. Na, scheiße. Also gut, räumen wir erstmal hier auf. Das hilft ja nichts. Die waren einfach völlig regungslos hier drin und ich metzel die ab, ey. Das ist nicht gut. Es gibt kein gutes Karma heute. Das gibt gar kein gutes Karma. Überhaupt kein gutes Karma, Orni abzuschlagen. Alter, ich meine, wir killen die faktisch. Yo, das ist nicht... Das habe ich nicht bestellt. Okay, ich gehe einfach, das ist mir zu... Aber ich weiß halt nicht, ob es hier was gibt, wenn man die alle... Komm, wir erledigen sie, was soll's. Das ist nur ein Spiel. Ich muss jetzt nicht hier... übertreiben. Ist hier irgendwas versteckt? Hier ist aber noch. Es kommen immer wieder in welche nach oder bin ich doof? Waren hier so viele drin? Aber hier ist scheinbar nichts. Hier ist scheinbar effektiv nichts. Das hat ein bisschen Krok oder so, aber. Hier ist einfach nichts. Zwei noch. So. Das lief nicht gut. Also im Sinne von, dass es fühlt sich nicht gut an. Okay, wir müssen andersrum. Müssen die nicht aber merken, dass wir keine Mobs sind? Like, what the fuck? Seid halt nicht blind, ey. Ah, es ist da offen, ich verstehe. Ich geh nochmal ganz kurz da lang. Das scheint mit dieser... Ah! Ah! Ja, moin. Ich wollte gerade sagen, das scheint mir diesmal ein recht linearer Weg zu sein. So, ne? Man hat hier nur eine Möglichkeit immer. Hier warten sie auch wieder loszulegen, scheinbar. Und mehr ist hier effektiv nicht. Okay. Und hier ist zu. Da wird wahrscheinlich nachher noch geöffnet. Aber jetzt müssen wir erstmal da lang. Na gut, einen Orni haben wir gefunden. Einen Koch meine ich. Orni Hauptmann. Oh, ich will euch nichts tun. Ist das dämlich? Checkt ihr gar nichts, ey. Jetzt ist da offen. Ich meine, die müssen doch erkennen, dass da Mifa ist und what the fuck.
dass das Sora ein Sora ist und keine Moblin. Seid halt nicht blind, ey. Das fühlt sich so falsch an. Okay, die kann ich eigentlich auch in Ruhe lassen, ne? Die tun ja nichts mehr. Die wollen nicht mal mehr spielen, so. Die sind einfach... ist einfach vorbei. Solange ich mich in Ruhe umgucken kann nach Grog, werde ich jetzt versuchen, möglichst in Ruhe zu lassen. Weil es sich einfach scheiße anfühlt, die abzumurksen. Yo! Okay, hier muss ich durch. Es tut mir leid. Ja, ist okay. Oh ja, okay. Was ihr könnt, kann ich schon lange. Da. Okay, komme ich noch gar nicht rein. Wir morden. Sämtliche Ornis werden gerade abgeburzt einfach. Mann, wie viele das sind. Holy shit. Oh Gott, ey. Das ist nicht gut. Ich will das nicht. Okay, den Orni-Hauptmann muss ich erledigen. Alter, ist ja gut jetzt. Und tschüss. Nein, das ist kein Erfolg. Bei weitem ist das kein Erfolg. Oh mein Gott, ey. So soll es sein. Wir müssen mit ihm verhandeln, bevor es zu spät ist. Ja. Richtig. Muss ich jetzt... Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg außen wieder zurück. Okay. Dann will ich aber... Ich laufe einfach durch. Ich will nicht unnötig umbringen. Das ist mir zu blöd. Möchte ich nicht. Möchte es einfach nicht. Punkt. Jetzt kann ich hier runter. Okay, ich verstehe. Und hier wäre der Anfang jetzt, ne? Okay. Ist hier noch ein Krogi? Krogi? Nein, nichts. Okay. Okay. Die erledige ich schon viel lieber. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Das hat ja gut funktioniert. Es hat wieder nicht gereicht. Warum bin ich immer zu langsam, Mann? So. Ciao. Okay, hier ist mit Sicherheit ein Grog. In diesem Abschnitt da hinten ist mit Sicherheit ein Grog drin. Sag ich ja. Das war auf der Karte einfach schon viel zu offensichtlich, als dass da hinten was ist. Nice, Energie, super gut. Sehr schön, Vifa rennt einfach vor. Okay. Der Eismoblin kriegt jetzt erstmal ein A ins Gesicht. Da! Oh, habe ich überhaupt getroffen? Ich habe es komplett verschwendet. Ist das mein Ernst, ey?
gehst du hin, Mann? Da ist die geschwächte Person. Das hat nicht hingehauen. Jetzt. So. Okay, wir können da lang, wir können da lang. Wie sieht die Karte insgesamt aus? Okay. Dann gehen wir erstmal da lang. Da ist wahrscheinlich zu, ne? Ist hier noch ein Krogi? Ja, hier ist wahrscheinlich einfach effektiv zu gerade. Da kann ich noch nicht durch. Okay. Ich gehe davon aus, wir gehen jetzt zum Dorf der Orni. Dort werden wir das Missverständnis klären und dann machen wir uns gemeinsam gegen die Moblets. Ey, aber wie dumm diese Verwechslung einfach ist. Es ist eine Verwechslung. Alles andere gäbe überhaupt keinen Sinn. Oh nein, hier sind wieder die. Ich will die nicht besiegen. Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Ja, ist mir egal. So, Abflug. Einfach durch. Muss ich den besiegen, den Orni-Hauptmann? Ich hoffe nicht. Ah, Mist. Besiege die Bogenschützen. Ich muss die bis... Oh, nein. Was ist dumm? Muss ich da hinrennen? Es hilft nichts. Oh, da brauchen wir Bomben. Jawohl. Schwieriges Rätsel. Okay, da sind Bogenschützen. Nicht wieder runter, du Pflaume. Falsche Taste. Nice. Okay. Nee, nächstes Mal bist du nicht an der Reihe. Wir versuchen hier nicht möglichst viele umzubringen, Mifa. Das ist nicht gut, das sind unsere Leute, eigentlich. Die wissen es nur noch nicht. Weil sie blind sind einfach. Kann man so blind sein in seinem eigenen Gebiet? Wie? Wie kann man in seinem eigenen Gebiet so blind sein? What the hell? Oh wait, hier geht's nicht weiter. Das war's komplett. Okay, okay, okay. Wir müssen wiederum. Wir müssen wieder. Ist jetzt. Wait, muss ich das jetzt ausdrucken? Ich bin völlig lost, ne? Ah, hier geht's. Oh, Krogi. Gefunden. Also hier finden wir deutlich mehr Krogis als in der anderen Stage, in der von Mifa. Ich fürchte, da habe ich einfach ganz viel verpasst. Das ist das Problem. Ich glaube, ich habe ganz viel verpasst. Man muss jetzt wieder runter? Bin ich... Ach. Bin verwirrt. Au. Die Truhe ist es wert. So. Kann ich jetzt hier durch? Jetzt ist hier offen. Ja, okay, alles klar. Sind es auch nochmal Orni? Ach, verflucht. Aber keine, die ich besiegen muss. Ich muss nur die Bogenschütze da oben erledigen. Vorher holen wir uns den Krog. Nice. Ist hier Wasser?
Ja, cool, aber wir schwimmen nicht. Na gut, also die zwei hier weg noch. Es hilft nichts, es tut mir leid. Ihr seid leider dumm. Kann nichts dafür, Guys. Kann einfach nichts dafür. Ihr seid leider einfach dumm. Yo, das läuft gerade. Aua! Gar nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Das schon eher. Ich bin echt gespannt, wie die das auflösen. So nach dem Motto, entschuldigen die sich, dass sie uns verwechselt haben oder was ist los? Das ist gerade eigentlich das Dramatischste, was passieren kann. So, du willst hier Verbündete holen und dann musst du die erstmal bekämpfen. Like, what the fuck? So. Ja, leider. Au. Was auch immer jetzt passiert ist. Und jetzt muss ich wieder außenrum. Sorry. Oh, nee. Er scheint recht beharrlich zu sein. Ich sorge dafür, dass er seine Mission aufgibt. So viel ist sicher. Also wollen die uns angreifen? Ich raff's. Revali, wenn das dein Ernst ist, wenn du wirklich deine Männer hier gerade in den Tod schickst. Und weiß, dass es sich hier um Zelda und Link handelt. Dann kann ich dir nur sagen, lost. Hi. Ciao. Hi. Ciao. Ihr seid auch ganz tolle Verteidigungsvögel, das muss man schon sagen. Also beste Verteidigung hier auf jeden Fall. Nie bessere Verteidigung erlebt. Nice. Man kann einfach außen rumlaufen. Beste Verteidigung. So, okay. Moin. Vor allem die reagieren auch so richtig schnell. Oh, ist da jemand? Oh, er ist schon vorbei. Ja, ups. Sowas Doofes aber auch. Jetzt ist uns gerade durch die Finger. So, und jetzt haben wir gleich wieder A voll. Nice. Dann kann man die jetzt einmal mit einem Wisch erledigen. So. Begib dich zum Dorf der Orni. Ja, finally. Wahrscheinlich ist Revali gleich der Endboss. Weil er es kann. Moin. Never mind me, just passing by. Just going through. Okay. Geld. Geld ist immer gut. Das ist auch gut. Groggy! Ah, okay, jetzt sehe ich mich wieder hier. Da räume ich doch gerne auf. Da räumen wir doch sehr gerne auf. Okay. Halt, stopp. Achso, kann ich nicht mitnehmen. Abflug. In Ordnung.
hoffe, ich muss die nicht erledigen. Ich lasse sie einfach in Ruhe. Will euch nichts tun, Guy. Aua! Aua! Ich will euch nichts tun. Lasst ihr mich? Ich lasse euch auch. Na sowas. Das ist sicher kein normal. Über unsere Strategien wurden im Keim erstickt. Ich bin dran. Alter, Revali, wenn du jetzt auch noch so blind bist und Link angreifst. Es ist echt kein Überfall, du Pflaume. Du bist so ein Vollidiot. Also wenn das so ist, wie ich es denke. Willst du mich veralbern? Yo, was ist jetzt los? Okay, da kommt. Okay, alles klar. Jo, wieso treffe ich die denn nicht? Was? Ah, ich weiß warum. Ich weiß warum. Ich glaube, ich verstehe es. Das wollte ich nicht. Aber ich muss jetzt. Ich muss die gerade erledigen. I'm sorry. Geht gerade nicht anders. Ich schätze, ich muss den Ballon erst anhalten. Falsche Taste. Das hat nicht hingehauen. Er wollte mich veralbern. Wieso geht das nicht? Ah, jetzt. Also tatsächlich anhalten, okay. Das war ja interessant. Also das war bisher der komplizierteste Krog, den man hätte haben können. So, ich gehe erst hier hoch, weil da unten ist wahrscheinlich Revali. Mal gucken, mich hier um, was noch so kommt. Aber effektiv kommt ja einfach nichts. Okay, hier kommt nachher noch eine Fontäne. Dann kann man hier hoch. Okay, dann gehen wir erst zu Revali. Und klären hoffentlich diese Geschichte. Es sind genug jetzt. Es wurde genug Blut vergossen. Darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Dude. Ich werde diese Eindringlinge herzlich begrüßen, indem ich... Oh, du bist so doof, ne? Wie bitte? Immerhin eine schöne Revali-Musik, aber ärgerlich. Ah, oh, die Musik ist... Oh mein Gott, die Musik ist göttlich. Oh, die fassen die Themen so gut zusammen, auch bei Mifa schon, ne? Immer die falschen Tasten, das ist unfassbar. Okay, jetzt drauf. Oh Gott, das der hält ja richtig viel aus. Oh, weia. Yeah.
hat nicht hingehauen. Yo! Chill! Einmal noch. So ein starker Angriff. Dann sollte es das gewesen sein. Aua. Okay. Was jetzt los? Alter! Yo! Wie fetzt ihn einfach da gegen das Tor. Auch wenn du es bist? Also wussten die, dass wir es sind? WTF, Alter. Dann bleibt das jetzt ein Cliffhanger. Wir werden in diesem Part noch nicht erfahren, was jetzt genau, warum jetzt genau. Also, waren wir verfeindet? Wir sind noch nicht verfeindet gewesen. Ah, ich raff's nicht. Wir werden sehen, was sich jetzt ergeben wird. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.